Hallo und ein herzliches Willkommen hier in Transport Fever 2, meine lieben Freunde. Wir sind hier am wunderschönen, nicht am wunderschönen, sondern an der wunderschönen Warenfabrik. Und in den letzten Folgen haben wir hier ein neues Kühlernetzwerk aufgebaut. Und da drücken wir doch mal auf Play. Und was kommt hier für ein schöner Zug? Der bringt den ersten Stahl. Der erste Stahl, meine lieben Freunde. Der erste Stahl für die Warenfabrik. Der erste Stahl wird hier jetzt angeliefert. Und da schauen wir doch mal uns das Ganze an. Ich tue mal das HUD ausschalten, und zwar die Ausgaben. Und dann schauen wir doch mal, passt der Zug hier überhaupt rein? Das passt perfekt. Zack, hier ist der eine Stahl drin, und da wird er verweilen, bis das erste Kunststoff, Plastik etc. kommt. Und hier, genau, hier ist das Signal zu. Er wartet jetzt, bis hier vorn der Zug kommt. So, Plastik haben wir aber noch keins. Da gehen wir mal hier zurück. Hier ist die Chemiefabrik. Produktion ist eines. Da müssen wir doch mal die andere Linie anschauen, ob es irgendwo. Ne, das ist die Personenlinie, können wir auch mal anschauen. 67, das ist noch vollkommen human. Und das ist ja ein saualter Zug hier. Aber wir lassen ihn trotzdem mal 45. Oder wir schicken ihn auf eine extravagante Bergpassage. Das können wir machen. Ich wollte nämlich mir mal so ein paar Folge holen. Und da tut sich so eine Lokomotive eigentlich ziemlich gut, die man quasi über Dekaden hinweg trotzdem noch weiter benutzt. Ich glaube, den Erfolg bekommt man, wenn man über die 2000er geht mit so einem alten Zug. Und wir schauen mal hier an die hier, ne? Diese Fabrik. Und die hat einen Lagerlieferant-Abnehmer. Und das ist, ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Das ist schon mal gut. Müssen wir natürlich gucken, wo hier aktuell der Zug mit dem Öl ist. Wahrscheinlich dieser sein. Und er hat 16 Öl an Bord. Da fährt ihr über das extravagante Whale Crossing. Und dann Richtung Ziel. Und es schaut auch richtig schön aus hier, wenn es ins Tal reingeht. Können wir mal kurz schauen, wie das ausschaut. Wir müssen auch mal ein bisschen mitfahren mit den ganzen Zügen, um das alles hier zu sehen, wie schön die Landschaft sich hier bildet. Hier, das ist ein wunderbarer Zug. Eine 705. Wenn mich das nicht täuscht. Ja, wir sehen hier eine wunderschöne Landschaft. Da drüben sind Felde. Und der Himmel, der ist immer noch ziemlich, ziemlich schön. Aber er bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht. Das ist echt schade, dass das alles so Momentaufnahmen sind. Das sieht zwar ultra realistisch aus, weil es wahrscheinlich auch aus dem Realistischen rausgegriffen ist. Nehme ich mich da ganz. Kann aber auch sehr gut programmiert sein. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber die Wolke zum Beispiel hier oben, hier, die ist etwas tiefer als hier vorn.
und ist quasi im Schatten der anderen Wolke. Darum ist die so dunkel. Gleiche mit dieser da. Und da hinten sieht man es auch ziemlich gut. Dass die Wolken unten drunter etwas dunkler sind, weil da die Sonnenstrahlen nicht durchkommen. So, hier kommt jetzt das. Nee, hier kommt nicht das Gleis von der Personenstrecke, sondern hier kommt die Straße. Schauen wir doch mal, wann die Personenlinie kommt. Die müsste hier gleich kommen. Genau, hier ist die Gleiszusammenführung. Schauen wir doch mal, ob wir hier eine Zugbegegnung bekommen. Von der Richtung schon mal nicht. Vielleicht von oben. Das kann gut möglich sein. Hier sind ja ein paar mehr Züge auf der Strecke. Und da ist die Begegnung. Da müssen wir mal kurz warten. Und dann geht's weiter. Oh, hier ist der Holzzug. Oh, was ist das? Ah nee, das ist der Stahlzug. Der Stahlzug ist das. Auch etwas länger, der ganze Stahlzug. Oh, und jetzt geht's weiter. Er nimmt die Fahrt auf. Und jetzt fahren wir hier auf die Hauptstrecke mit dem wunderbaren Öl an Bord. Und dann läuft das dann auch langsam. Ja, durch die Bäume hindurch und dann Richtung Viadukt kann man schon fast sagen. Dort sieht man schon die ersten Häuser hinter der Brücke und dann tun wir einmal eine kleine Ortsübersicht bekommen. Na gut, jetzt auf dem rechten Gleis ist jetzt wahrscheinlich nicht so doll, aber man kann schon gut über die Stadt gucken, gerade wenn dann hier vorn, hier bei dem Trambahnhof, dann die ganzen Häuser stehen hier ringsherum. Ja, hier kann man schon gut überblicken. Hier stehen ja auch schon links und rechts die Häuser, das schaut richtig schön aus. Hier die wunderbare Altstadt. Die Hühner gackern. Und da ist hier hinten die ganze Industrie. Und wir zuckeln hier einmal am Gleis 2 vorbei. Und verlassen die Ortschaft und biegen jetzt hier ab. Oder? Ne, noch nicht? Hier biegen wir ab. Genau, hier biegen wir ab. Ja, das war das Zugdepot, genau. Das war das Zugdepot. Und hier geht es jetzt nicht in den Tunnel rein, sondern wir gehen jetzt hier nach unten und kreuzen einmal die Strecke unterhalb durch die Brücke hindurch. Ja, das schaut noch ein bisschen semi gut aus. Mal schauen, ob wir das noch optimieren können. Und das sind wir hier an der Chemiefabrik. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel Geld wir machen. 250.000. Und hier ist auch gleich ordentlich Konsum. 2.
3. Okay. 13 hat es uns abgezogen. Ach so, hier ist der Konsum quasi. Ach so, im Lager. Ah, stimmt. Ich habe mich vertan. Super. So, und dann haben wir jetzt hier, upsala, haben wir jetzt hier schon mal ein funktionierendes Netzwerk. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir von hier hier Warnbelsdorf zum Beispiel, Warn Markitschendurch, haben wir hier schon eine Linie für Fahrzeuge verwalten. Hier gibt es noch keine Fahrzeuge, meine lieben Freunde. Deswegen würde ich sagen, Malitschkendorf ist da. Die Linien gibt es hier am Bahnhof. Warn Malitschkendorf. Wie mache ich denn die Warn Malitschkendorf? Ich könnte, das Einzige, was ich könnte, ist hier vorn. Ach, das haben wir schon getan. Schaut es euch an. Wenn wir hier waren, Belsdorf, waren Malitschkendorf. Das ist alles schon eingetaktet, so wie wir es machen wollten. Alles klar. Na, dann tun wir hier mal ein paar Züge draufsetzen, dass das so richtig anläuft, dass die Produktion so richtig in Fahrt kommt. Und da nehme ich am besten auch mal hier hinten das Zugdepot. Das hat ja die direkte Verbindung zu den Strecken. Und dann nehme ich auch hier diese Art von Zug, die A3-5. Ich glaube, da brauchen wir auch keinen zweiten Waggon dazu. Und nehmen dazu einen Cargo-Wagen. Ich glaube, der ist dafür prädestiniert. Und tun hier eine Kapazität von 50 erstmal. Wir können es ja später immer noch wieder anders machen. Wir können den zweimal kaufen. Würde aber eine kleinere Anzahl nehmen. Also Warn Malitschkendorf und Warn Belsdorf. Weil das eine kürzere Strecke ist, ne? Kürzere Strecke. Und da schauen wir doch mal, wie das fungiert. Wir können natürlich auch sagen, dass wir hier noch eine Personenlinie mit einbinden, die dann hier nach Militschkendorf fährt. Von Ebersdorf aus. Das geht natürlich auch. Ich weiß nicht, ob von Rotalben nach Malitschkendorf eine Personenlinie fährt. Das müssen wir mal ganz kurz rausfinden. Haltern Belsdorf und. Ja, B4, wo fährt er lang? Fahrzeuge verwalten. Aber die Linie ist vorhanden. Die Linie ist vorhanden. Die fährt über Rotalben nach Großmassenbach. Könnt mal einführen. Weil hier fährt da bestimmt auch ein Bus nach oben. Ja. Könnt mal einführen. Dann machen wir das doch. Da hat nämlich Rotalben auch mal hier ein bisschen Besucher. Haben wir hier in der Nähe auch ein Depot? Das hier. Nehmen wir doch das. Da tun wir hier mal nicht Passagiere. Auch nicht elektrisch Dampf. Aber Passagiere. So, machen wir Kapazität von 126. Das Ganze zweimal. Und das Ganze erstmal ein. Ein davor. Genau, die Linie. Und den zweiten tun wir dann losschicken, wenn er hier so ist in dem Bereich. Oder hier. Oder Rotalben rausfährt. Das können wir auch machen. Genau, das schauen wir uns erstmal den hier an. Wunderschönes Exemplar.
Wieso leise? Die Soundeffekte. Ah. Schon gewundert, warum das so leise ist. Da habe ich mal für mich gespielt. Wenn man da im Hintergrund noch mit ein paar Leuten sich unterhält, da ist das etwas unangenehm, wenn die ganze Zeit hier laute Geräusche sind. Aber so, wenn ich mich mit euch unterhalte, ist das doch alles super. So, folgen wir doch den Zug mal hier. Fährt jetzt hier rüber, genau. Durch den Tunnel durch. Dann müsste der jetzt ja hier so hier unten reinfahren. Dann fährt der andere Zug. Super. Da kommt auch hier ganz schön angepfiffen. Der hat ja schon seine 80 drauf. Oh, die Straße, die müssen wir definitiv mal umsetzen. Gegebenenfalls sogar hier über diesen. Das machen wir mal schnell. Mal gucken, mal, ob hier jemand sofort auch schon mitfahren möchte. Und hier möchte noch keiner losfahren. Oder mitfahren. Mal gucken, ob der. Ah, der fährt jetzt auf das Gleis. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob der hier überhaupt reinpasst. Ja, der passt rein. Hier kann er sich wenden. Oh, ist alles super. Einsame Klasse. Sehr schön. Wir wollten die Straße umlegen. Passt auf. Wir nehmen dazu mal das Straßentool. Und das ist ja die Straße hier, oder? Ja, genau. So. Machen wir eine kurvige Straße. Und etwas nach oben. Etwas mehr nach oben. Und dann nehmen wir die Landstraße. Ja, das geht nämlich wieder nicht. So. Muss ein bisschen weiter nach oben. Und dann führt die hier so. Es geht immer noch höher. Ist aber hier wieder nach unten. So, durch den dichten Wald. Und dann hier in den Weg rein. So, zack. Da können wir nämlich hier sagen. Dass hier die Straße nicht mehr existiert und die dann hier so außenrum fahren. So, der fährt gerade in den Tunnel rein. Das ist gut. Wir schauen mal, ob hier in Rotalben. Hier haben wir schon einen Bus. Aber der Bahnhof ist potenziell nicht mit der Straße verbunden. Was haben wir uns denn dabei gedacht? So, jetzt ist er mit der Straße verbunden. Ist auch ein bisschen tief hier, oder? Wenn wir so ein bisschen mit dem Terraform-Tool hier lang gehen, das so ein bisschen begradigen, dann schaut das doch bestimmt alles ein bisschen besser aus. Hier so, ja. Hier so, da so. Und die Buslinie, die er fährt, die ist bestimmt auch ziemlich alt. Fahrzeuge verwalten. Ist ein Bus ist das. Wahnsinn. Tun wir doch mir mal das Neueste vom Neuesten hinsetzen. Und das zweimal kopieren.
weil die Linie ab sofort hier zwischenhält. Gebäude. Zack. Linie. Und vor der neuen Straße fährt sie da lang. Und das ist nicht die Lessingstraße. Das ist der Bahnhof. Super. So, hätten wir das geklärt. So, und hier tun ja eh... Guck mal, hier warten sogar schon Passagiere. Da warten sie. Und ein Glück regnet es hier nicht, weil hier ist kein Dach drüber. Über der ganzen Chose. Massenbachhausen ist auch ziemlich groß. Da haben wir schon 500 Einwohner fast. Wenn man da mal hier das kleine niedliche Rotalben mit gerade mal 58 Einwohnern. Okay, der Zug fährt hier los. Da tun wir ihn hier los schicken. Nee, zack. Da auf die... Doch ein bisschen näher ran. Da. Da müssen wir doch ein bisschen warten. Weil jetzt hier der Ölzug angefahren gekommen ist. Aber kein Problem. Was ist immer? Wir sind jetzt hier unten. Fahren wir durch den Wald durch. Schauen wir uns das doch mal an. Da kreuzen wir gleich die Getreidelinie. So, dann müssen wir das dann gleich nochmal ändern mit Güterbahnhof. Weil ich glaube, da habe ich mich damals etwas verschrieben. Oh, ich habe gerade gesehen, hier kommt ein Bus angefahren. Haben wir in Rotalben kein Depot für Straßenfahrzeuge. So. Hier ist ein Tunnelfehler. Den müssten wir auch mal beheben. Und da kommt die Linie angefahren. Mit dem Weizen. Und es steigen schon 19 Personen ein. Super. Jo. Den Tunnel tun wir mal in der nächsten Folge bearbeiten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen. Euer Cedric. Bye bye.